Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute eine Fortsetzung meiner Meine Meinung zu Reihe mit euch durchgehen. Und zwar gibt es da ein Thema, das mich schon des Längeren beschäftigt und worüber ich einfach mit euch reden möchte. Und zwar ist das Blogger werden Autoren. Ich würde das Ganze gerne sowohl aus der Blogger-Sicht als auch aus der Verlagssicht so ein bisschen aufbröseln und beide Seiten so ein bisschen analysieren, beziehungsweise mein Statement und meine Gedanken zu beiden Seiten ein bisschen mit euch durchgehen. Ja, aber ich würde sagen, wir starten einfach ganz von vorne. Es gibt einfach super viele Menschen aus der Buchbubble, die, ja, sagen wir einfach mal, fast alle um die fünfstelligen Abonnenten Zahlen haben, und gerade in dem Bereich fällt es mir halt vermehrt auf. Diese werden dann von den einzelnen Verlagen geschnappt und werden gefragt, ob sie nicht Lust hätten, ein Buch für den Verlag zu schreiben. Ob es jetzt bei jedem, den ich hier nenne, wirklich so war, dass der Verlag auf sie zukam, oder ob es einfach in einem Gespräch sich entwickelt hat, oder dadurch, dass manche halt auch Blogger für den Verlag sind, dass es sich da irgendwie entwickelt hat. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass der Verlag sie sich alle gecatcht hat und vom Markt gefischt hat, aber ja, irgendein Gespräch wird wohl stattgefunden haben, ob das Buch bereits existiert hat und man hat es beworben, oder ob der Verlag sagt, schreib was für uns. Sei jetzt mal dahingestellt. Ich möchte auch in dem Video niemandem auf die Füße treten. Ich möchte keinen Verlag, keinen Autor irgendwie schlecht machen. Ich möchte nicht, dass jetzt das Gefühl rüberkommt, dass ich denen das nicht gönne oder dass ich es schlecht mit ihnen meine. Wirklich gar nicht. Ich weiß, hinter jedem Buch steckt ein Verlag, hinter jedem Buch steckt ein Autor. Das sind alles Menschen, die haben viel Arbeit da reingesteckt, viel Herzblut, viel Schweiß, viel Tränen, und die Menschen haben halt auch Gefühle und die möchte ich auf keinen Fall hier verletzen. Ich wollte einfach nur mir mal ein paar Dinge von der Seele sprechen, und ich denke, dadurch, dass ich schon mit einigen in der Community darüber philosophiert habe, bin ich nicht die Einzige, der manche Dinge aufgefallen sind oder die, ja, halt darüber sprechen wollen. Sagen wir es einfach so. So, fangen wir einfach mal damit an, dass ich euch ein paar Bücher zeige, die in den letzten Wochen, Monaten, Jahren in den verschiedenen Verlagen herausgekommen sind, die von einstigen Buchbloggern geschrieben wurden. Ich fange einfach mal mit ein, zwei an, die ich nicht hier habe, und das wäre zum Beispiel Fate and Fire. Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht mehr hier im Regal stehen. Aber von der gleichen Autorin ist jetzt zum Beispiel gerade Where Summer Stays herausgekommen, im Hause Carlsen, auch mit einem wunderschönen Farbschnitt. Dazu möchte ich aber gleich etwas mehr sagen. Dann auch aus dem Hause Carlsen zum Beispiel, auch relativ frisch, ich glaube im April, herausgekommen, die Ravenhall Academy von der lieben Julia. Und kommen wir aber auch zu einem anderen Verlag, dem Fischer Verlag zum Beispiel, Love with Pride von Lea Kalb. Das sind jetzt einfach nur mal so ein paar, die ich euch so als Beispiel zeigen wollte. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr. Und zu zwei möchte ich auch gleich bezüglich eines anderen Themas noch kommen. Aber diese hier jetzt zum Beispiel sind von Bloggern, die auch weiterhin bloggen. Man merkt zwar, da kommt immer so ein Umschwung, dass der Content plötzlich auch vermehrt aufs eigene Buch gezogen wird. Also bei Julia habe ich das gemerkt und bei Ivy habe ich das gemerkt, oder zum Beispiel auch bei meiner lieben Franziska Kamberger, die eigentlich unter die Bücherseelen bekannt ist, die dann aber plötzlich halt auch einen Autorenvertrag bekommen hat, die sich aber, soweit ich das weiß, beworben hat mit ihren Manuskripten und dann genommen wurde. Aber die einzige von denen, die ich jetzt so genannt habe, die weiterhin ihren Nerd-Content, ihren Messen-Content, ihren Cosplay-Content etc. postet und eigentlich kaum auf ihre eigenen Bücher eingeht, ist Lea. Also die macht nach wie vor weiter wie bisher, und genau das ist der Punkt.
den ich sehr, sehr wichtig finde. Du darfst einfach, wenn du dein Blogger-Ich hast und damit eine Community aufgebaut hast, diese nicht vernachlässigen. Ich meine, ich bin auch Autorin und ich finde, der Grat zwischen, ich erzähle was auf meinem Kanal über meine eigenen Bücher und ich bin weiterhin Buchbloggerin, ist sehr, sehr schmal. Und ich finde es auch cool, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, das auch öfters mal zu zeigen und auch mal darüber zu sprechen oder auch übers Schreiben zu sprechen. Aber dann gibt es zum Beispiel so Autorinnen, ich habe jetzt nur gerade zwei zur Auswahl genommen, wie zum Beispiel Maren Vivien Hase oder Tammy Fischer, die sind mir jetzt gerade nur spontan eingefallen, die früher eben Buchblogger waren und ja, ihren Booktube-Kanal komplett auf Eis gelegt haben und nur noch Autoren sind. Die bloggen nicht mehr, die schreiben nicht mehr viel, die nehmen einem nicht mehr daily mit in ihrem Alltag etc., was halt vorher alles der Fall war, sondern die sind einfach nur noch Autoren und es geht auf den Kanälen, wenn Booktube überhaupt nochmal reaktiviert wird. Aber gerade auf Instagram geht es nur noch um sie, ums Schreiben, um ihre Bücher. Und das finde ich persönlich halt super schade, weil man hat sich eine Community aufgebaut anhand von seinen Videos und seinem Content. Und plötzlich switcht der komplett und man ist nicht mehr der, der über Bücher spricht, sondern nur noch der, der über seine eigenen Bücher spricht. Ist natürlich auch wichtig und es darf auch jeder seinen Content verändern. Darum soll es gar nicht gehen. Aber ich finde es halt dann immer fragwürdig, sich eine riesen Community aufzubauen, die dann natürlich deine Fans sind und dann hast du natürlich auch direkt eine Fanbase, die deine Bücher kauft. Ist natürlich geil. Und die Verlage, die sich diese ganzen Buchblogger catchen, die ja, spekulieren ja auch einfach darauf, dass sie, wenn sie dich unter Vertrag nehmen und dein Buch unter Vertrag nehmen, auch deine Community irgendwo zu großen Teil mit in die Zielgruppe, mit in die Leserschaft mit aufnehmen. Ich meine, das macht keiner, um nichts dran zu verdienen, nur weil er ein Gutmensch ist. Das machen die Verlage ja natürlich, um ja, Leute zu akquirieren, um neue Leser zu akquirieren. Sind wir mal einfach so ganz ehrlich. Ja, was aber mir persönlich ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass diese Bücher enorm Marketingmaßnahmen erfahren. Wenn ich jetzt gucke, gerade hier diese beiden, die haben so, so viel Werbemaßnahmen für diese Bücher geschaltet, der Carlsen Verlag. Ich habe sie beide jetzt noch nicht gelesen. Ich kann aber jetzt vom Hörensagen in der Buch-Community sagen, dass die Meinungen durchwachsen sind. Warum das so ist, sei mal außen vor. Aber es wurde ein riesen Marketing-Tamtam um diese Bücher gemacht. Und hallo, sie sind auch einfach wunderschön. Dieser Farbschnitt ist 10 von 10. Genauso wie der hier. Das ist einer der schönsten Farbschnitte, die ich in meinem Regal stehen habe. Aber was mir gerade jetzt zum Beispiel bei dem vorigen Buch von Evie aufgefallen ist, Fade and Fire, hatte auch ein wunderschönes Cover, einen wunderschönen Farbschnitt, ein riesen Marketing-Tamtam hinten dran. Aber es wurde da leider am falschen Ende gespart, nämlich beim Lektorat. Ich weiß nicht, was da los war. In diesem Buch haben super viele Dinge nicht gestimmt. Ganz vorne mit dabei die Namen der Protagonisten. Auf der einen Seite hieß der Tom, auf der nächsten Seite hieß er To. Auf der einen Seite hieß sie Lei, auf der anderen Seite hieß sie Leia. Wo ich mal denke, klar, in der Rohfassung kann dir das mal passieren. Ein Zahlendreher, ein Buchstabendreher, whatever, irgendwo ein Wort vergessen, mir statt mit. Alles gut, aber wenn du beim Carlsen Verlag bist und ein Carlsen Verlagslektorat bekommst, dann darf sowas einfach nicht passieren. Es darf es einfach nicht. Und da schleicht sich halt bei mir so dieses Feeling ein, ja, da wurde mehr auf
die Abonnenten und die neuen Leser und auf die Optik Wert gelegt und dass halt der Name der Bloggerin fett oben drauf steht, als auf den Inhalt. So ging es mir auch bei Beryl mit ihrem Schattenthron. Aufmachung 30 von 10. Von der Optik her, ich habe es geliebt. Aber der Inhalt, sorry, da hätte jeder, der das Lektorat gemacht hat, sagen müssen, das ist zu flach. Natürlich gibt es auch Leute, die das Buch geliebt haben. Das würde ich denen auch gar nicht schlecht sprechen. Aber, meine Meinung, da war auf der einen Seite, da warst du oben in den Wald hineingelaufen, unten an der Seite wirst du überfallen und in der Mitte von der nächsten Seite ist der Kampf überstanden und du läufst wieder aus dem Wald raus. Also das waren wirklich so super kurze Handlungsstränge, wo sich für mich keine Spannung hat aufbauen können. Und das ist meines Erachtens einfach, ja, ein Soll, das ein Lektorat erfüllen muss, dass da einfach mehr Spannungsbögen aufgebaut werden, dass Spannung in der Geschichte bleibt, dass das nicht so punkt abgehandelt wird. Das, ja, meines Erachtens nach ging das halt einfach gar nicht klar. Ich meine, ich mag Beryl, ich mag Ivy, ich mag sie alle. Sie sind super lieb, ich habe sie auf der Buchmesse schon getroffen, super sympathische Menschen. Deshalb möchte ich da auch gar nichts Schlechtes drüber sagen. Ich mag auch den Carlsen Verlag und möchte da eigentlich auch nichts Schlechtes drüber sagen. Aber das sind halt einfach so Gedanken, die man sich macht. Auf was wird da Wert gelegt? Eher auf den Buchverkauf oder darauf, dass die Leute zufrieden sind. Ich meine, ich kann auch eine wunderschöne Pizza verkaufen, aber wenn sie nicht schmeckt, dann ja, bringt mir das halt auch nichts. Und meinen Lesern oder meinen Kunden dann eben auch nicht. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich hier so ein bisschen mecker und motze, finde ich es immer wieder sehr, sehr cool, wenn ein Buch von jemandem geschrieben wird, den man schon länger in der Buchbubble verfolgt. Zum Beispiel gibt es da ja auch Inka Lindberg, die ist eigentlich bekannt geworden als Dating- und Lifestyle-YouTuberin. Hat jetzt zwei Bücher geschrieben und macht in ihren Insta-Stories immer noch so ein bisschen Lifestyle, aber hat halt auch zum Beispiel jetzt mittlerweile ihren YouTube-Kanal, ja, nicht gelöscht, aber fast alle Videos gelöscht. Bis auf 2, 3. Und das finde ich dann halt immer schade, weil du kennst jemanden über YouTube oder über ein bestimmtes Thema und dann kommt ein Buch von ihm oder ihr raus und dann ist plötzlich alles vergessen. Dann ist man plötzlich nur noch Autor und das finde ich, obwohl ich Autoren und Bücher und alles liebe, sehr, sehr schade, wenn man, ja, da sich so ein bisschen nicht verbiegt, aber wenn man seiner Linie nicht mehr treu bleibt oder von seinem ursprünglichen Weg abgeht. Das heißt nicht, dass niemand sich irgendwie verändern darf oder dass niemand für auf Lebzeit über Bücher sprechen muss. Aber ich persönlich finde es halt immer ein bisschen schade. Und man weiß ja auch nicht, was dahinter steckt, ob es da noch andere Gründe gab, dass Tammy auf einmal ihren Kanal stillgelegt hat, dass Maren Vivien Hase kein YouTube mehr macht. Ich meine, es ist alles zeitintensiv. So ein Video, das ist ja nicht einfach nur, ich setze mich hier hin und quatsche in die Kamera. Ich muss das ja noch schneiden. Ich muss mir dann quasi das ganze Video nochmal angucken, um es zu schneiden. Ich muss es dann nochmal angucken, ob es stimmt, ob ich es richtig geschnitten habe. Muss ein Thumbnail machen, ich muss Bilder bearbeiten, muss das hochladen, die Caption schreiben, die ganzen Bücher Links raussuchen, etc., etc. Also da ist schon jedes Video, das hier jetzt 15 Minuten geht, ist halt eine Arbeit von mindestens 2 Stunden und das sieht man halt auch nicht oder bedenkt man halt auch, wenn man kein YouTube macht, vielleicht nicht. Ja, so viel zu diesem Thema. Ihr dürft mir natürlich gerne verraten, was ihr darüber denkt, was eure Meinung dazu ist. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht alles zu negativ verpackt, weil an und für sich lieben wir ja alle Bücher und wollen auch in ganz, ganz viele weitere Geschichten eintauchen, sei es jetzt von Buchbloggern oder von allen anderen Autoren und Autorinnen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch, wünsche euch noch einen wundervollen Tag, habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!